Annette P. sucht Sachen zusammen, die sie ihrer Tochter in die Klinik mitbringen könnte. Die 16-jährige Leni ist wegen ihrer Essstörung wieder seit Monaten in der Charité und ihre Mutter weiß nicht, wann sie nach Hause darf. Ich habe keine Erwartung mehr, ich habe keine Hoffnung und ich weiß nicht, was in 14 Tagen ist. Ich kann nur in den Blick nehmen, was morgen ist. Martina L. besucht ihre Tochter zweimal am Tag auf dem Friedhof. Sie kann es nicht ertragen, dass die Totenkerze ausgehen könnte. Und sie fragt sich immer noch, warum ihre Tochter damals vor 2 Jahren verhungerte. Sie hatte doch alles eigentlich, was sie braucht hatte. Intelligenz. Sie war sehr hübsch. Und wie gesagt, sie hatte eine Familie, die voll hinter ihr gestanden hat. Essstörungen gelten als Modeerkrankungen. Egal ob Magersucht, Bulimie, also Essbrechsucht oder extremes Übergewicht. Man sagt, dass das moderne Schönheitsideal, dünn wie ein Model aussehen zu wollen, Mädchen krank machen kann. Aber tatsächlich liegen die Ursachen tiefer und belasten die ganze Familie. Hilflosigkeit, Wut, Schuldgefühl. Das erleben alle Angehörigen. Essen ist ein Ritual oder eine Zeremonie innerhalb von Familien, die sehr auf sehr unterschiedliche und sehr individuelle Art und Weise ausgelebt wird. Und an dieser Stelle lassen sich auch alle Probleme anhängen. Ne? Man kann sozusagen an das Essen alle Probleme, die man sonst miteinander hat, gut hinten dran hängen. Annette P. vor ihrem Klinikbesuch. Auch sie und ihre Familie reagierten hilflos, als so etwas Selbstverständliches wie Essen nicht mehr funktionierte. Leni hörte vor 6 Jahren auf, genügend zu essen. Das ist auch eine unheimliche Disziplin, die schon wirklich auch an Askese erinnert. Weil meine Tochter, und sie war ja wirklich, also ein 11-jähriges Kind ist ja, also Ende 4. Klasse ist ja noch sehr jung. 10 war sie ja eigentlich. 11 wurde sie ja schon in der Klinik. Sie war 10. Kein Stück Schokolade. Kein Gummibärchen, außer mal irgendwie so, weil man drauf Bock hat oder Appetit, ja, alles nicht. Nie, nie, nie. Kein Stück Schokolade, kein Stück Kuchen. Und mir ist jetzt auch wieder gesagt worden, naja, aber wenn sie nicht in die Klinik will, dann muss sie muss doch bloß essen. Also sie kann doch das selber, ja, aber das funktioniert so nicht. So einfach ist das nicht. Das Café Bilderbuch in Berlin-Schöneberg war einmal das Lieblingscafé von Sarah, als sie noch manchmal einen Milchkaffee trank, lange vor ihrem Tod. Ihre Mutter beschreibt, wie die Krankheit später so übermächtig wurde, dass sie Vater, Mutter und Bruder beherrschte. Sie hat dann auch noch zu einem Überfluss, das haben wir aber auch im Nachhinein erst gefunden, Abführmittel genommen, was auch immer sie da abführen wollte, wenn man nichts isst, mit ihren 29 Kilo. Und in Rizinusöl getränkte Wattestückchen, die hat sie wohl gegessen. Und das habe ich auch erst alles hinterher erfahren, dass die magersüchtigen Mädchen Watte essen, damit die Schmerzen im Magen nicht so stark sind. Die haben wohl müssen unsägliche Schmerzen haben, wenn man gar nichts mehr isst. Ich weiß es nicht, die Magenwände oder was. Und dann essen sie Watte, weil die wiegt nichts. Und da hat sie sogar einmal in ihrem Tagebuch geschrieben, die und die Watte schmeckt besser als die andere. Das ist, selbst wenn ich jetzt drüber rede, das ist so unbegreiflich. Das Theodor-Wenzel-Werk in Berlin-Zehlendorf. Hier werden bis zu 17 junge Frauen mit Essstörungen behandelt. Bei Magersucht werden die Eltern Zuschauer einer unbegreiflichen Veränderung, während Bulimie, also Essbrechsucht, oft lange unauffällig bleibt. Die körperlichen Schäden sind bei allen Essstörungen gravierend. Man muss sich vorstellen, dass wenn man nicht genug Nahrung zu sich nimmt, dass der Körper gewissermaßen auf Sparflamme
schaltet. Alle Funktionen werden herunterreguliert. Also das Herz schlägt nicht mehr in normalen Takt, sondern sehr viel langsamer. Die Schilddrüse funktioniert sozusagen nur noch mit halber Kraft. Also man kann eigentlich sagen, eine deutliche Unterernährung erfasst den ganzen Körper und führt zu einem Mangelzustand, der jetzt nicht nur irgendeine Ecke, sondern das ganze System betrifft. Frühstück auf Station 9. Die anderen Patientinnen möchten nicht gefilmt werden. Oft weiß niemand draußen um ihre Krankheit. Alle Mahlzeiten finden unter Aufsicht statt. Wer hier ist, hat sich entschlossen, einen Ausweg aus der Krankheit zu suchen. Zumeist nach einem körperlichen Zusammenbruch. Dabei helfen Kunsttherapie, Körperwahrnehmungstraining und Gesprächstherapie. Der erste Schritt aber ist, sich an die Anfänge zu erinnern. Dadurch, dass ich alleine lebe und dann abends von der Arbeit gekommen bin, abends um 7 habe ich jetzt noch nicht unbedingt die Lust, da alleine für mich zu kochen. Also gab es dann halt Morgensbrot, Mittagsbrot, Abendsbrot. Irgendwann hat man dann die Schnauze voll. Also gab es dann halt gar kein Brot mehr und auch keine Brötchen mehr. Das war dann so die erste Einschränkung und dann hat sich das halt immer mehr eingeschränkt, dass es halt dann nur noch Obst und Gemüse war. Und dann fing aber halt das Problem an, wenn man dann so diesen Kontrollzwang hat und sich täglich wiegt, dann wiegt ja auch so ein Apfel, den man gegessen hat, in einem was. Und da ist es egal, ob man weiß, das ist der Apfel in mir oder es sind halt 200 Gramm und um die geht es dann einfach nur. Also es richtig schlimm war, konnte ich eigentlich wirklich nicht essen. Also ich habe mich vor dem Essen geekelt, ich habe richtig Gänsehaut und mein ganzer Körper hat sich gegen Essen gewehrt. Ich hätte es auch nicht schlucken können, also das verselbstständigt sich. Es fängt bei vielen als Diät an, aber später hat es eigentlich damit überhaupt nichts mehr zu tun. Und es hat auch nichts mehr mit Attraktivität zu tun. Und so richtig toll, würde ich sagen, seit 3 Jahren, wurde immer weniger mit dem Essen. Und seit einem halben Jahr ist es richtig schlimm geworden, ja. Dass ich auch nicht mehr gekocht habe für meine Familie, kaum noch einkaufen gegangen bin, kaum noch Fleisch und Wurst gegessen habe. Ich konnte es einfach nicht mehr sehen. Und der Appetit verging dann auch, war nicht mehr da. Ich hatte auch schon harte Zeiten, dass ich manchmal eine Woche gar kein Essen zu mir genommen habe, mich wirklich nur noch mit schluckweise Wasser ernährt habe oder so gelebt habe, dass ich überlebe für meine Kinder. Ich bin ja auch eine Mama von 4 Kindern. Und damit ich einfach existiere. Ich mag das nicht, wenn ich jetzt normale Portionen habe, also für Sie jetzt normale Portionen, dieses Sättigungsgefühl mag ich nicht. Kein Nerv. Dieses Sattsein, dieses richtige Sattsein, das mag ich nicht. Warum auch immer, keine Ahnung. Ich habe teilweise echt schon ganze Wochen durchgeplant. Dann mir auch so Konzepte entwickelt. So da, später, wenn man schon sehr untergewichtig ist, dann nimmt man durch Nichtessen nicht mehr ab. Dann wird es halt sehr schleppend und auch ziemlich frustrierend. Und dann gibt es halt die Möglichkeit 200, 400, 600 Kalorien und dann wieder 200, um den Stoffwechsel anzuheizen. Sowas habe ich gemacht viel. Und mich auch selber ein bisschen gequält. Also bin dann absichtlich so an den Pommesbuden vorbeigegangen und habe mir gesagt, ja, ich bin stärker als das, ich brauche das nicht. Habe mir auch andere Leute angeguckt beim Essen und habe die eigentlich auch ein bisschen verachtet. Dieses Essen nicht zu brauchen, stärker zu sein als die eigenen Bedürfnisse, das hat gerade für junge Frauen eine eigene Faszination. Wir leben inmitten einer Überfülle, eines ständigen Überangebots. Und doch gehört der Gedanke des Verzichts, der Selbstbeschränkung, zu den Wurzeln unserer Kultur. Askese, Mäßigung, Enthaltsamkeit galt über Jahrtausende als christliche Tugend. Völlerei gehört zu den Todsünden. Aber wie kann es passieren, dass dieser Wille zum Verzicht gerade bei jungen Frauen lebensgefährlich stark wird? Hier wohnte Sarah. Hier starb sie an Unterernährung mit 24 Jahren. Gleich gegenüber ging sie zur Schule. Und heute noch blickt ihre Mutter täglich auf den Schulhof. Dann fällt mir ein, wie sie immer hier den Weg lang ist, von da drüben bis hier durch und Tonbeutel geschwenkt hat über die Schulter und der Pferdeschwanz wippt hin und her. Und dann hat sie sich umgedreht und mir nochmal zugewunken und ja, es kommt halt alles immer wieder, diese Erinnerung. Ein fröhliches Kind, ein ehrgeiziger Teenager, wie Millionen andere Mädchen. Sie hat 2004 das Abitur gemacht mit viel Einsatz und hat sich sehr, sehr angestrengt. Und da fiel es auf, dass sie halt wenig aß, sehr wenig.
und immer dünner wurde. Aber so wirklich hat man da auch noch nicht dran gedacht, dass sie magersüchtig ist. Sie hat immer alles dafür getan, um das zu erreichen, was sie wollte. Und hat sie auch immer geschafft bis dahin. Trotz aller Anstrengungen reichte ihr Notendurchschnitt nicht für das Wirtschaftsstudium, das sie sich ausgesucht hatte. Sie studierte zunächst Architektur, um dann in ihr Wunschfach zu wechseln. Doch die Studienordnung wurde geändert und der Wechsel unmöglich. Und mit Architektur, so dachte sie, finde sie eh keinen Job. Sie brach ab und suchte nach Alternativen. Hat dann mehrere Anläufe gemacht, Ausbildungen zu machen, hat sich beworben überall, da kamen zig Absagen, wie das eben heutzutage leider Gottes so ist. Und es waren für sie immer Einschläge. Und sie hat wahrscheinlich, nehme ich mal an, das Gefühl gehabt, sie verliert die Kontrolle über ihr Leben. Es ging dann halt so los, dass für sie das Hauptaugenmerk war halt ihr Essverhalten. Also sie hat sich sehr viel mit Nahrung beschäftigt, mit Essen beschäftigt. Das ist ja das Paradoxe immer bei den Magersüchtigen. Sie war also ständig dabei, sich Massen an Lebensmitteln zu kaufen, zu Hause in der Küche stundenlang zu kochen, irgendwas zu dünsten, zu machen, zu tun. Ob sie es gegessen hat, weiß ich nicht, glaube ich nicht, weil das haben wir nie gesehen. Und es eskalierte dann irgendwann ganz fürchterlich, weil sie halt auch sehr, sehr viel zu Hause war. Und dadurch, dass sie halt oft eben keine berufliche Beschäftigung hatte, eben da mit ihrem Essen rumwurschtelte in der Küche, speziell nachts, was zur Folge hatte, dass es also ganz oft zwischen ihr und uns, also meinem Mann und mir, Streit gab, weil es macht ja Geräusche, wenn da einer klappert und tut, es riecht, wenn einer kocht. Und mein Mann, der hat auch einen sehr anstrengenden Job, der hat dann immer gesagt, so, also pass auf, nachts nicht mehr, bitte, du bist den ganzen Tag zu Hause, machst tagsüber, was für Sarah irgendwie nicht machbar war. Sie hatte einen ganz festen Plan, was sie wann macht, auch wenn sie zu Hause war. Und war also völlig verzweifelt und hat dann gesagt, ja, ihr nehmt mir meinen letzten Halt und ich brauche das. Fotos, die Sarah von sich selbst machte, kurz vor ihrem Tod. Bis zuletzt ging sie noch jeden Tag ins Fitnessstudio. Einen Klinikaufenthalt hatte sie bereits abgebrochen und gegen eine nochmalige Einweisung wehrte sie sich entschieden. Da verweigerte sie schon längst jedes Gespräch, erzählt aber von einer Therapie, die sie bald beginnen würde. Da bin ich nochmal zu ihr hingegangen und habe sie gefragt, darf ich dich mal in den Arm nehmen? Und da hat sie es zugelassen. Das war ganz erstaunlich. Und da habe ich sie umarmt, das fühle ich heute noch. Und habe, warum, ob es Zufall war oder was, mit der Hand um ihren Oberarm gegriffen und konnte meine Finger schließen. Und da war ich so entsetzt, und obwohl ich es ja eigentlich wusste. Aber das war dieses Gefühl. Und ja, und dann irgendwann ist sie in ihr Zimmer gegangen. Und das war eigentlich das Normale, was sie sonst auch gemacht hat. Sie hat sich in ihrem Zimmer zurückgezogen. Und dann kam halt die Nacht und ich musste nächsten Morgen arbeiten gehen. Und mein Mann ist dann irgendwann auf die Idee gekommen, doch mal reinzuschauen ins Zimmer. Und da lag sie dann am Boden, mitten im Raum. Hatte merkwürdigerweise um sich herum säckeweise Lebensmittel hingestellt. Sie hatte gar keinen Platz mehr in ihrem Zimmer. Sie lag am Boden, überall waren Lebensmittel, alles war voll. Als ob sie sich dazwischen gelegt hätte und sie sagte so, euch zeige ich es, ich schaffe das, ich bin stärker. Stärker als alle Versuchungen und koste es das Leben. Annette P. besucht ihre Tochter, die wog unter 30 Kilo, als sie in die Klinik kam. Dorthin dürfen wir sie nicht begleiten. Leni ist das jüngste ihrer 5 Kinder und wuchs ohne Vater auf. Also ich habe oft, als es ganz schlimm war, als meine Tochter ganz dünn war, als die Haare ausfielen, als wirklich nur noch ein Skelett übrig blieb, die Zeiten haben wir ja auch, kenne ich auch, ich hatte oft den Impuls, ihr zu sagen, weißt du, mein Kind, du musst dich nicht anstrengen, wir hören jetzt auf. Ja. Sie hat mir immer gesagt, sie ist am Leben geblieben, weil sie mich nicht alleine lassen konnte. Das gibt's ja dann oft, diese Konstellation. Und ich bleibe am Leben, kann ich ihr genauso sagen, weil ich sie nicht alleine lassen kann. Also sonst würde ich das auch